Ja, hier bin ich mal wieder in LBAH in Hogwarts. Eine weitere Staffel ist vorbei. LBH 1600 ist rausgekommen. Und was ist in der Staffel passiert? Da ist mal eben ein kompletter Turm hier aufgebaut worden. Ja, das ist schon eine starke Leistung, so einen Turm hier hinzustellen. In einer Staffel. Oh, der ist hier aber noch ziemlich eckig. Naja. Ein ziemlich großer Turm. Und den möchte ich mir gleich mal von innen angucken. Ich hoffe ja, dass es dort was zu sehen gibt, denn das Problem ist, ich habe jetzt die 1.17 neu installiert und zwar auch alles haargenau nach dem Video von Lametta Ling. Allerdings habe ich trotzdem noch alles voll mit Bugs. Zum Beispiel habe ich hier überall diese komischen, was ist das? Kegelkakteen. Und hier auch diese Blöcke, diese Fensterscheiben in lila und hellgrau. Also ich dachte eigentlich, wenn ich jetzt alles haargenau so mache, wie Lametterling das sagt, dass es dann mal funktioniert. Hier, dieser Turm, das war ja auch schon bei LWH 1500 der Fall, dass sich dieser Turm, also die Wände des Turms, bei mir einfach in Kegelkakteen verwandelt habe. Jo. Was habe ich da denn noch? Wasabi? Na gut. Naja, aber ich hoffe mal, dass wir jetzt zumindest ein bisschen was aus dem Inneren vom Astronomieturm sehen können, der ja jetzt neu ist. Wo ist denn hier der Eingang? Mal schauen. Da ist ja auch ein Eingang, das ist ja praktisch. Ja, dann ist hier bestimmt irgendwo auch eine Treppe nach oben. Hier sind nochmal Kegelkakteen. Interessant, die Leuchtfeuer haben sich auch in Kegelkakteen verwandelt. Ne, Buschorchideen sind das. Okay. Da ist eine Treppe. Gehen wir mal hoch. Mal schauen, was hier gibt. Noch mehr Kegelkakteen. Ja, ganz viele Kegel. Nee, das hier sind jetzt Wasabi. Okay. Gut. Ach, da, es regnet Wasabi. Okay. Ja, jetzt bin ich runtergefangen. Jetzt noch kein Geländer. Oder es ist ein Geländer da und das hat sich in Wasabi verwandelt. Kann natürlich auch sein. So, schauen wir mal weiter hoch. Hier ist ein Boden. Und hier ist schon was reingebaut. Das hier ist wahrscheinlich. Ich würde ja sagen, das hier ist. Soll ein WC darstellen, aber. Er baut doch das WC nicht mit Zäunen. Holzsofas? Okay. Ja, gut. Dann gehen wir mal weiter hoch. Und ein bisschen Wasserbier ein. Hier ist der Boden weg. Hier ist eine Wolke, jetzt sehe ich nichts mehr. Braucht man eine Fackel? Okay, einmal eine Fackel bitte. So. Ist hier irgendwo eine Mauer, wo ich eine Fackel platzieren kann? Ah, da. Danke. Also irgendwie scheint sich bei mir das Innere des Astronomieturms aufgelöst zu haben. Weil ich weiß ja, dass hier eigentlich auch schon die Ravenclaw-Gemeinschaftsräume sind. Warte mal, was ist hier denn drin? Hat sich auch ganz viel aufgelöst. Hier, das sind die Astronomieräume. Was ist das? Begonien. Ja, schade. Ja, ist eigentlich ein. Okay, das soll ein Teleskop sein. Das hat sich bei mir jetzt in Begonien verwandelt. Das ist ja blöd. Und die Ravenclaw-Gemeinschaftsräume sind bei mir komplett weg. Das ist ja mega blöd. Oh, und hier ist noch Material. Okay. Eine Eule. Hallo, Eule. Ja. Heieiei. Wofür habe ich denn das Mod-Paket installiert, wenn es nicht funktioniert? So. Also, und er springt noch immer hier dann in den. Und? Autsch, ich glaube, ich habe es nicht getroffen. Schade, schade, dass das bei mir hier nicht so funktioniert. Aber nee, das jetzt aber gleich auch neu. Ich gehe hier mal kurz rein. Oh, die waren jetzt aber ziemlich dick. So. Das ist der neue Verwandlungsklassenraum. Den hat er, glaube ich, auch neu gemacht in der Staffel. Pardon, da fehlt noch ein Stein. So. Aber auch der besteht bei mir halt blöderweise. Was ist das denn? Aus normalen Brettern? Ich glaube nicht, dass er normale Bretter benutzt hat. Und hier die Tafel besteht halt aus violetter und hellgrauem Glas. Naja, zumindest die Fenster hier sind richtig. Oh, wäre ja blöd, dass das nie funktioniert bei mir. Gut, ja, vielleicht soll ich dann nochmal auf den richtigen
Server. Ich weiß nicht, ob der schon freigeschaltet ist, der Astronomieturm, oder ob da diese nervigen Wollewände stehen. Aber ich schaue einfach mal kurz auf dem Server nach. Mal schauen. Ja, die Gewächshäuser kenne ich ja schon. Wie sehen die denn von innen? Ah, da ein ganzes Dach bestehend aus Begonien. Da mache ich mal kurz gucken. Das Dach hier besteht aus Begonien, ja. Ist eigentlich eine Glaskuppel. Da kann ich einfach durch. Ja. Ja, deswegen bin ich gegen Mods. Da habe ich ja schon oft genug gesagt. Was steht hier auf dem Boden? Das sind Schwarz-Bambus-Zauntore. Okay. Und hier drin war ich letztes Mal schon, oder? Nee, das war das LBH 1500? Ja, das muss schon 1400 gewesen sein. Und auch hier hat sich alles in Blumen verwandelt. Naja, gut. Dann. Und hier. Sind noch Glasscheiben. Toll. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehe ich mal kurz auf den richtigen Server. So, da sind wir jetzt auf dem richtigen Server. Hier kann ich leider nicht fliegen. Ah ja, es sind zwei Ravenclaws. Na, ich meine, Ravenclaws sind da und eine ganze Menge. Naja, nicht eine ganze Menge, aber ein paar Muggel. Gut, dann wollen wir mal schauen. Da hätte ich ein wenig noch. Na, okay. Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse, das Schild ist neu. Da ist natürlich auch noch Werbung für LBH 1600. So. Ich habe jetzt auch noch nicht geguckt, ob es diesmal wieder so eine Map gibt, wo man. LBH 1600. Nee, ich glaube, diesmal gibt es auch keine Map, die man sich anschauen kann. Da stünde hier ein Schild. Oder? Also auch kein Special. So. Jetzt ist die Frage, wie komme ich von hier zum Astronomieturm? Aber da will ich auch gar nicht als erstes hin. Denn erstmal, wer hat LBH 1600 gewonnen? Endlich hat Ravenclaw zum ersten Mal gewonnen. Und da will ich mir natürlich den Pokal erstmal anschauen. Ravenclaw hat erstmals den Hauspokal gewonnen. Oh, ist das dunkel hier unten. Ach so, hier. Ah! Okay, hier kann ich mir natürlich jetzt nicht einfach aus dem Kreativinventar Fackeln holen. Hier muss ich so durch. Hey, geht auch ganz hier, schön tief hier runter. So. Und zwar, bislang hat die ja gewonnen. Gryffindor, Slytherin, Gryffindor, jetzt ganz neu dabei, Ravenclaw. Endlich hat Ravenclaw auch mal gewonnen. So. Ja, das ist das Trophäenzimmer, aber das hat sich ja nicht groß verändert. Jetzt ist halt die Frage, wo finde ich den Astronomieturm, aber beziehungsweise wie komme ich am schnellsten dahin? Die reden über LBH 1300 im Chat, aber da war ich ja schon. Jetzt sehe ich wieder nichts. Oh, guten Tag, John. Tschüss, John. Ja. So, dann. Wo könnte der Astronomieturm sein? Der ist in die Richtung, würde ich sagen. Ich muss irgendwie durchs große Treppenhaus, vermute ich mal. Die Frage ist nur. Das große Treppenhaus ist ja ein bisschen unübersichtlich. Was steht hier? Wegen Bauarbeiten gesperrt. Erzwerchzweck zur Bibliothek. Wegen Bauarbeiten gesperrt. Erzwerchzweck zur Bibliothek in den Gryffindor. Und was ist hier hinter? Ein leerer Raum. Na toll. Ja gut, den muss man natürlich nicht absperren. Dann gehe ich noch eins höher. Was steht hier? Ersatzweg darunter. Was ist hier? Nichts. Dann gehe ich halt darunter. Da geht's rein. Phoenix Ravi DA. Weiter. Hier runter. Oh, wenn hier natürlich. Weil jetzt sag ich zu den Gewächshäusern? Könnte sein. Ich gehe einfach mal runter. Ah, hier ist so eine blöde Wollewand. Oh, hier ist aber großflächig abgesperrt. Wo sind wir denn hier? Ah, da ist der Innenhof. Oh. Okay. Hier ist noch nicht. Nee, okay. Achso, hier geht's zum Gryffindor Gemeinschaftsraum. Da war ich ja schon. Mal schauen. In die Richtung geht's zur Brücke.
Nee, dann gehe ich erstmal die Treppe runter und schau da mal, ob es da irgendwo eine Tür nach draußen gibt erstmal. Könnte ja sein. Hier, nee, das ist ein Badezimmer. Und hier, die Wände bestehen nämlich nicht aus Sofas, sondern hier aus diesen Schildern, durch die man durchlaufen kann. So, wo ist der Ausgang? Da? Ich sag jetzt wieder raus aus dem Klo. Wo ist denn hier mal. Ah, hier ist noch eine gelbe Wollewand. Da ist die Bib. Genau, hier ist dann auch wieder die Sicht auf den. Oh, doch nicht. Ich dachte. Achso, nee, da ist die Sicht auf den Innenhof. Ja. Und hier ist die Sicht auf ein Loch. Okay. Oh, aber hier geht's nirgends raus. Hier ist die verbotene Abteilung, da komme ich wahrscheinlich auch nicht weiter. Nee, hier muss doch irgendwo mal ein Ausgang sein. Nee, Sackgasse. Hier? Nee, von da komme ich doch, oder? Ja, von da komme ich, aber ich war noch nicht hier oben. Dann schaue ich mal hier oben nach. Aha. Nee, ich geh jetzt auf jeden Fall nicht raus. Mal schauen hier oben. Nee, nur leere Räume. Dann gehe ich wieder runter. Ja, von da komme ich. So. Also, wie es aussieht, ist der Astronomieturm wahrscheinlich einfach noch nicht freigeschaltet. Ich kann mich auch an keinen Stream erinnern, wo es hieß, jetzt geht's endlich in den Astronomieturm. Deswegen werde ich hier jetzt wohl auch nichts mehr finden. Hahaha. Nee, von da komme ich ja wieder. Ich lauf immer wieder zu denselben Stellen. War hier hinten noch was? Ah, hier geht's nämlich, glaube ich, raus. Hier geht's wahrscheinlich raus. Ja, und da ist noch abgesperrt. Ah, nee, hier geht's zur Holzbrücke. Nee. Die Holzbrücke meinte ich ja nicht. Die auch nicht. Nee, dann schaue ich mir das nochmal in der Creative-Version an, mit den vielen Blümchen. Ja, wo bin ich denn hier jetzt? Hier geht's raus. Hier ist auch irgendwas ziemlich kaputt gegangen. Ist das jetzt. Warte mal, jetzt bin ich im. Nee, nee! Hier sind die Ravenclaw-Gemeinschaftsräume. Das hier ist doch der Raven. Das hier ist doch Ravenclaw. Genau. Nur, dass sich die Blöcke in irgendwas anderes verwandelt haben. Und hier steht ein Buch. Und da ein Buch. Ja, also der Ravenclaw-Gemeinschaftsraum ist sehr schön geworden. Man sieht es hier nur leider nirgends. Ja. Ah ja, hier kann man nochmal sehen, wie schön der Gemeinschaftsraum geworden ist. Aber leider haben sich viele Blöcke bei mir aufgelöst. Ah, sehr schade. Ah, ich dachte schon, hier geht's tiefer runter. Naja, dann gehe ich mal hier raus. So, komm, lass mich raus. Ah, ich wollte das Loch erst wieder zumachen. So. Ja, warte mal, wo war ich denn jetzt gerade? Ich will mal kurz schauen. Oh, da sind Löcher. Da kann man reingucken. Von oben. Oh, nicht, wenn die Wolke davor ist. Ah ja, hier sind die Brücken, die ich gerade von innen gesehen habe. Und genau, da bin ich gerade rumgelaufen. Und ich stand dann, hier war die Wollewand. Genau, hier war eine Wollewand, da bin ich nicht weitergekommen. Ja, aber wo ist denn. Das heißt, von hier aus müsste ich auf deutlich weiter in die Richtung. Na gut. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Ich wollte nochmal gucken, ob ich die Bibliothek wieder finde. Ich wollte gucken, was das für ein Loch da war. Wo war denn jetzt die Bibliothek? Was steht da? Zauberschachclub.
Okay. Mr. Weasley! Was macht der denn hier? Steht hier, was das für ein Raum ist? Nee. Aha. Nicht, dass ich die Bib nicht finde, weil sie sich einfach auch komplett in etwas mit lila. Ah nee, da ist, hier ist der Innenhof. So. Und eine schöne Fackel. Grenzblock. So, was mache ich denn jetzt da wieder rein? Das war doch eine Glasscheibe, oder? Mach ich mal eine Glasscheibe wieder da rein. So. Wo ist jetzt die Bibliothek? Da hinten. So, genau. Komm schon. Ja, in meiner Version sieht die Bibliothek dann leider auch deutlich anders aus. Hier sind ganz viele normale Holzblöcke. So. Und ich wollte gucken, was hier das für ein Loch ist. So, alles wieder zumachen. So. Ja, hier ist einfach. Eieiei. Hier hat aber jemand Spaß gehabt, das runterzubuddeln. Das war bestimmt eine tolle Aktion. Das war wahrscheinlich ein Stream. Ah. Allerdings bin ich jetzt schon wieder beim Giggelkakteenturm angekommen. Irgendwie lande ich am Ende immer beim Giggelkakteenturm. Oder? Das waren doch, ja, die Giggelkakteen hier. Wobei die meisten inzwischen despawned sind. Dann sage ich für die Folge jetzt erstmal Arrivederci, over and out.